Vielleicht basteln wir hier erstmal einen Tempel des Zeus. Genau. Du kannst. Das kann man nicht ganz machen. Ansonsten ist die Armee hier jetzt auch schon wieder fresh. Und ihr guckt doch mal, was wir hier so haben. Jerusalem zum Beispiel. Genau. Tina Samon mit einem Krieger. Und einer großen Armee, die aus zwei Truppen besteht. Aus Stammesteinschleuderern. Und aus den Herbern. Speerkämpfern. Und noch ein Kriegsherr. Dina Samon. Die können wir jetzt gebrauchen. Attentat. Kill ihn mal weg. Bring ihn in den Tod. Ja, Feind verwundet ist schon mal nicht schlecht. Dann kommt er später wieder. Hast du auch Erfahrung gesammelt? Nicht? Später vielleicht. So. Die Flotte. Ist alles die gleiche Provinz hier. Nikelikien ist was anderes als. Also hier haben wir. Nee. Hier haben wir das Schiffbau-Dings. Also wenn dann hier. Ja. Doppelte Geschwindigkeit, alles Quatsch. Einheit rekrutieren. Ja, ich will ja noch nicht nur Fernkämpfer haben, aber das hier sind ja auch hier. Ja, was wäre denn das hier, das nächste? Angriffsserie. Und wenn wir das ändern zum Militärhafen. Oh Gott, die richtig großen Dinger. Okay, lass es erstmal so, wie es ist. Ihr habt noch hier Truppenaufträge. Ja, aber nur noch etwas. Also ihr kriegt auch noch ein bisschen mehr. Und zwar erstmal Fernkämpfer noch. Hallo. Und nochmal Kavallerie auch. Und dann seid ihr auch erstmal. Komm doch, ich war neben eins. Dann habt ihr wie viele? 19, ja gut. Ist eine Ehre, euch zu dienen. Wir haben hier oben noch. Ne, hier oben haben wir jetzt auch keine vernünftigen Militärhäfen mehr. Macht aber auch gar nichts. Ansonsten müssen wir uns jetzt bald mal entscheiden, in welche Richtung wir als nächstes vorrücken. Ob das eher der Westen hier sein wird oder schon mal der Osten mit Parthava. Ich tendiere eher zum Osten, weil Parthava mit dieser reichen Provinz aufwartet. Und, ja, genau, du kannst dich da nicht weiter bewegen. Mach das mal. Schnell und laut. Du kannst ja mal ein bisschen erkunden oder sabotieren vielleicht sogar. Das ist ein östlicher Satrapspalast. Unruhe stiften. Mach das mal. Das bringt, minus 2 haben sie jetzt. Sabotage erfolgreich. Minus 22, aha. Also jetzt haben wir ein bisschen Unruhe verursacht, dass die Leute hier ein bisschen, auf Zack sind. Und da ist die Garnison aber gar nicht gut. Also ich würde sagen, als nächstes marschieren wir in die Richtung, weil die Provinzen hier alle sich hervorragend entwickeln, auch ohne Militärpräsenz und ohne Charaktere in der Stadt. Muss ich mal gucken. Ja, tatsächlich. Das müsste jetzt noch meiner Berechnung nach Charaktere plus 6, Militärpräsenz plus 9, also plus 5 haben, wenn die Armee nicht mehr da drin ist. Plus 9 sogar, siehst du. Also du bewegst dich mal hier an die Grenze. Und erstmal gucken. Hier haben wir zurzeit keine Armee, aber das kann man auch ändern, wobei ich eigentlich die da oben schon gerne lassen würde und ich kann die eh nicht weiter bewegen zurzeit. Hier haben wir keine Militär. Doch, noch ein paar Militärgebäude, okay. Die aus Dura, die können sich eh noch nicht weiter bewegen, weil der Champion sich da gerade rein bewegt hat. Aber wir könnten die Armee aus Palmyra abziehen, weil hier keine Bedrohung ist zurzeit. In Tyros haben wir eine Flotte, das ist auch nicht. Haben wir vielleicht ein bisschen arg wenig Truppen. Mal gucken, ob wir die Übersichtskarte bei unseren nächsten Armeen sind. Hier ist ja noch ein Arabia, Magna. Die könnte da auch besser stehen bleiben, weil hier natürlich auch Parthava sitzt. Und mit den Blamirern könnte man sie erstmal gut stellen. Vielleicht mit einem nicht mal auspackt. Mal gucken. Wenn wir schon eh einen haben. Haben wir noch nicht. Würde ich aber gerne haben. Uns das Geschäft schnell hoch, sehr schön. Das heißt, die Blamirer planen erstmal keine Angriffe gegen uns. Und auch die Nassamon würde ich gerne von vorab rausnehmen aus sämtlichen Möglichkeiten. Sehr schön. Also, zwei Angriffspakte mit den westlichen Kontrahenten oder den potenziellen Kontrahenten. Und im Osten ist jetzt klar, Parthava muss irgendwann mal fallen. Nee, jetzt greife ich sie noch nicht an, aber in den nächsten Runden werden wir sie definitiv angreifen. Weil wir wollen, dass es ein bisschen vorwärts geht und dass wir nicht nur hier friedliches, schönes Leben haben. So, Raga, das wären diese nächste Reihe.
Nee, Quatsch. Ekbatana und Raga gehören zu Medien, also das wäre sozusagen die nächste ganze Provinz. Dann haben wir hier Seleuka, gehört zu Mesopotamien, wo wir bereits Hatra und Edessa haben. Und auch Charax, das ist sehr weit im Süden. Und hier ist auch noch eine irgendeine Provinz. Wie heißt die? Mal eben gucken. Ist das schon Gedrosi? Nein, das ist Persis. Also das sind alles wichtige Provinzen. Dann haben wir hier oben noch die Provinz Parthia. Wo eigentlich ja die Parther auch mal sitzen müssen irgendwann. Also die werden wir sicherlich auch dann sehen. Und, ja. Gut. Ich würde auch gerne Edessa nochmal aufrüsten, um da mehr Seide rauszubekommen. Aber das braucht auch die architektonischen Fortschritte. Und, oh, das bringt richtig fett Wohlstand. Also Wohlstand als solchen und aber auch Textilien, die wir dann verkaufen können. Die, gehören zu wertvollen Handelswaren. Wenn man hier zum Beispiel mal guckt. Seide 24, ja, das ist natürlich... Ja, das ist dann ein Seidepunkt, der da verkauft wird, glaube ich. Bringt 12, ein Bauholzpunkt 5. Also das zeigt eigentlich schon, was Eisen wert ist. Was Seide wert ist. Und, nämlich sehr viel. Und, Seeroute. Ach, verstehe. Gut. Olivenöl und Felle, sowie Blei, produzieren wir noch nicht selbst. Und auch das ist irgendwann nochmal unser Ziel, aber es ist nicht ganz so wichtig wie einige andere Dinge. Oh, Trapezoon, ja, die, ihr liebt uns was. Wir können auch unsere Atrapie werden, wenn du wollt. Seid gegrüßt, geehrter Gast. Ich bin die Ohren und der Mund meines Volkes und höre und spreche auch so. Nein, gut. Würde ich auch nicht machen. Vorstellen. So, aber hier im Osten sitzt Parthava. Wir haben eine Armee an der Gänzere, die erste Armee Süd. Und die zweite Armee, die holen wir jetzt gleich auch mal hier. Das ist die vierte Armee Süd. Auch die wird sich jetzt, weil wir ja abgesichert haben, uns in die nächste Stadt bewegen, der Parthavanesen. Und zwar entweder hier Gera oder Charax. Ich tendiere ja eher zu Gera, weil das weiter weg ist. Wie kann ich Pontos dienen? Upsi. Ja, ich weiß. Vielleicht können wir ja nachträglich von Ma'an ein Durchmarschrecht erbitten. Unerlaubtes Betreten, ich weiß, ihr mögt das nicht, aber ich könnte euch eigentlich Angriffspack anbieten. Seht ihr. Also ihr wisst, dass wir das jetzt total gerne machen. Und was haben wir noch? Militärischer Zugang. Ach, ihr seid doch doof. Es ist also nicht so wie bei anderen Spielen, wo man den Zugang wirklich braucht, um überhaupt reinzukommen. Hier ist es einfach nur so, dass der Zugang die diplomatische Strafe verändert. So, jetzt aber. Geht doch. Gut gemacht. Ihr habt den militärischen... Fein. Dann ist auch der Streit jetzt vorbei. Müsste eigentlich. Und das wird doch sozusagen gewertet, als dass wir damals was gebrochen haben. Ja, ist so. Aber die Abkommen sind schon mal sehr, sehr gut. Ma'an werden wir uns irgendwann sicherlich auch nochmal schnappen, aber weil es auch zu Gera, zusammen mit Gera zu Arabia Magna gehört, aber erstmal, wie gesagt, die anderen Nationen, vor allem in Parthava, was langsam mal ein bisschen zu mächtig geworden ist. Ja. Die Armee wird dann bald losschlagen. Ich sehe auch keine größeren Truppen. Vielleicht können wir noch einen Spion abziehen. Ne, sie muss aber hier auch gucken. Wir müssen doch eigentlich noch einen haben. Truppen, Truppen. Das sind die Würdenträger. Das sind die Helden. Spion. Ach, hier unten, Ohren des Königs. Da ist noch jemand. Dann sollte Mr. Ohren des Königs sich auch weiter bewegen. Sie ist vor allem sehr, sehr gut. Also du gehst dann auch in die Richtung. Zu den Säulen des Herakles, wenn ihr es wünscht. Ja, ich wünsche es. Erstmal ein bisschen gucken. In den Schatten, mein Herr. So, und ich, dann können wir diese Armee da oben auch vielleicht bald mal im Süden schicken. Ansonsten, was wir an rekrutieren können, ist, glaube ich, nicht so weltbewegend. Oder noch eine Armee hier aufstellen, zum Beispiel in Samosatas, gehört ja zu Galatea Kappadokia, mit guten Truppenmöglichkeiten, und dann weiter verschicken. Oder allgemein hier meine Armee hin, weil die ganze Ecke ist sehr, sehr unbeschützt. Ach, in der Asia ist aber ein General, ne? Also das können wir uns noch überlegen. Ansonsten nehmen wir das Geld erstmal mit. Und wir haben eine hohe öffentliche Ordnung.
könnte noch die landwirtschaftlichen Gebäude ausbauen. Aber auch diese Runde beende ich erstmal friedlich. Nächste Runde gibt's dann wieder richtig Action. Ist halt so, es gibt mal Runden und Teile des Spiels, die ein bisschen friedlicher sind. Die sind aber auch gern gesehen. Und es gibt eben die richtigen Total War-Teile, ne? Oder Abschnitte. Da ist jemand so stark wie 10 Männer, das höre ich immer gerne. Das bedeutet nämlich, dass ein Champion wieder was dazu gewonnen hat an Erfahrung. Die Friese I gibt's noch, da bin ich ja beruhigt. Main. Frankfurt am Main. ein mega Brüller, wa? Okay. Lassen wir das. Partha war, ich habe so einen Verdacht, was die kleinen Nationen angeht. Ich glaube, dass egal wie groß und wie mächtig und wie reich sie sind, dass die immer nur 3 Armeen und 3 Flotten und jeweils einen Agenten zur Zeit haben dürfen. Da bin ich mir also nicht ganz sicher, aber ich forsche noch. Ansonsten haben wir eine Forschung abgeschlossen, nämlich architektonische Fortschritte. Ihr habt eine technologische Weiterentwicklung erzielt, die euch einen Vorteil gegenüber euren Gegnern verschafft. Dremilos, das ist wieder ein Würdenträger, der noch besser geworden ist. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Mach mal hier Autorität oder so. Ja, ja, ist ja gut. Besorgte Bevölkerung in Arabia Magna. Das heißt, in diesem Fall, das ist schon besser geworden. Oh, nein, ist es gar nicht. Autschen. Hier sollten wir dann vielleicht mal irgendwie was tun. Ja, das Umrüsten zum Beispiel ist schon mal eine gute Möglichkeit. Jetzt haben wir ohnehin ganz viel Geld.